Am 20. Januar 2023 war es soweit. Das letzte Set der Schwert- und Schild-Ära kam auf den Markt, nämlich Zenit der Könige. Mit 260 Karten, wunderschönen Goldkarten, Altarts und natürlich Illustration Rares ist dieses Set auch heute noch ein richtiger Banger. Und wir versuchen in dem heutigen Video mit diesen drei Blistern einfach nochmal unser Glück und hoffen, dass wir was Geiles ziehen können. Wenn ihr ebenfalls Pokémon-Produkte kaufen wollt, dann empfehle ich euch meinen Partnershop Crispy Cards. Mit dem Code POKEDENTIST könnt ihr dort 5% auf euren gesamten Einkauf sparen, egal was für ein Einkaufswert. Ja, und alle weiteren Infos dazu in der Videobeschreibung. Ohne jetzt weiter lange drum herum zu reden, würde ich sagen, wir gehen rein ins Video! Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal POKEDENTIST. Hier sind die drei Blister, die wir öffnen werden. Zenit der Könige mit Cinderace, Rillaboom und Inteleon. Und ich würde sagen, ich pack die mal auf. Hier ist eins andersrum. Das werden wir natürlich dann am Ende aufmachen. So, und hier haben wir einmal die Promokarte. Nicht wirklich spektakulär, aber immerhin. Die legen wir mal dahin. Und wir fangen auch direkt an mit dem ersten Booster. Ich würde mich mega freuen über Entei, Suicune. Natürlich auch über die wunderbaren Goldkarten. Das würde mich schon sehr freuen. So, hier ist einmal die Codekarte. Legt mal alles da hoch. Und wir müssen hier bei Schwert und Schild natürlich hier nach vorne machen. Und ich sage, Wasser! Nein! Wir gehen hier rein und hoffen, dass wir was Geiles ziehen können. Ich habe jetzt übrigens ein anderes Mikrofon. Das heißt, mein Kopf ist nicht mehr verdeckt. Meine Hände sind frei. Das ist sehr, sehr gut. Goblin. Jetzt kommen wir zur Reverse. Das war schon mal nix. Und leider kein Hit. Booster Nummer 2. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Kauft ihr noch Zenit der Könige? Was haltet ihr generell von dem Set? Ich finde es richtig geil. 1, 2, 3, 4. Und ich habe vergessen, die Energie zu raten. Da ist da jetzt bestimmt nichts drin. Ich habe mal gehört, dass diese Dreierblister ganz gut können. Deswegen habe ich mir davon nochmal welche geholt. Das Set wird wirklich immer teurer, wie im Intro auch schon gesagt. Aber wir hoffen, dass wir hier eine geile Karte ziehen. Und Regigigas, wie? Immerhin ein Hit. Und Booster Nummer 3 aus dem ersten Blister. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr als nächstes gerne mal geöffnet haben wollt. Würde mich mal interessieren, was ihr da so gut findet. Und nicht zu vergessen, wollte ich noch erwähnen, dass auch bald ein Boxbreak kommt, zusammen mit meinem Partnershop Crispy Cards. So, und wir sagen Wasser. Ey. Das ist doch ein Zeichen für Suicune, oder? Was auch mega geil wäre, wäre Leafeon. Das ist auch eine schöne Karte. Ich habe hier noch nie eine Goldkarte draus gezogen. Ich habe wirklich sehr viel geöffnet. Von Zenit der Könige, Sunkern. Comfy! Die erste Art Rare. Und dahinter ein anderes Pokémon. Echt eine schöne Karte. Ich weiß gar nicht genau, ob ich die schon habe. Könnte sein. Ich habe fast alle. Und wir machen weiter mit dem nächsten Blister. Hier die zwei habe ich euch total unterschlagen. Also den hier eben beim ersten. So, dann haben wir hier die Promokarte Cinderace. Galaxy Foil. Eigentlich ganz cool. Und weiter geht es mit dem zweiten Blister. Und ich sag Wasser. Nein, schon wieder war ja auch komisch. So, jetzt aber. Salazzle. Ich hoffe auf einen guten Hit. Volo. Shinx. Pancham. Die Reverse. Und dann nix. Jetzt aber, komm. Feuer. Jawohl. Ey, heute läuft es ja richtig hier mit dem Raten. Das Digging Duo. Cypher. Emolga.
Cherubi. Ah! Mist. Execute. Also Owei und Oranguru. Leider nichts. Also das Dreierblitz war jetzt nicht so der Shit. Aber wir haben ja jetzt noch das. Booster und dann nochmal drei. Und es sind vier Karten und ich sage Wasser. Schon wieder Wasser, das wäre es ja auch gewesen. Kampf. Koko, Krokoroko. Kokruf. Tangela. Beltoy. Ein Mauzinger. Ein Anti-Reverse und Mewtwo Holo. Eigentlich eine coole Karte, aber. Ja, leider nichts wert, ne? Und zuletzt jetzt hier diesen tollen Dreierblister noch mit Rillaboom. So, einmal der Pin. Dann auch hier Rillaboom als Holo-Karte, als Promo. Und wir gehen noch. Halt, das ist das falsch rum. Mache ich halt am Schluss auf. So, okay. Die letzten drei Booster. Hoffentlich gönnt es. Auf meinem Kanal findet ihr diverse Openings von Zenith der Könige. Also fühlt euch frei, dort mal vorbeizuschauen. Es wird auch noch für alle, die drauf warten, ein Masterset-Video natürlich zu Zenith der Könige kommen. Aber jetzt als erstes sagen wir mal Pflanze. Elektro. Komm, ich will jetzt noch einen geilen Hit. Bei mir haben die jetzt nicht so gegönnt, die Dinger. Tangela. Baltoy. Oh je, und schade, schade. Also die Ausbeute ist ja wirklich schmal. Deswegen gehen wir jetzt rein und sagen Kampf. Psychoenergie. Glaceon wäre auch eine tolle Karte. Also Glaciola, Bidoof. Potion. Mr. Mime. Sunkern. Oh, Voltoball. Voltoball an einem Baum. Mit Äpfeln. Und Seichen Holo. Ich glaube, die hatte ich tatsächlich noch gar nicht. Zu guter Letzt jetzt noch das tolle letzte Booster. Das war falsch rum in der Packung. War es ein Zeichen oder war es keins? Also jetzt würde ich mir schon noch was wünschen. Normalerweise gönnt Zenith der Könige etwas mehr, muss ich zugeben. Aber gut. 1, 2, 3, 4. Und jetzt Last Pack Magic mit... Was nehmen wir? Wasser. Nein. Girafarig. Ich hoffe, dass noch was Geiles kommt. Starly, Sichlor, Pokéball, Jungos, Mew, Mega, die hatte ich noch nicht. Also nicht auf Englisch oder Deutsch. Und. Rotom V. Also Rotom geht gar nicht. Den habe ich auch schon, glaube ich, 80 Mal gezogen. Aber Mew ist cool. Heftige Printlines auf jeden Fall, sieht man hier. Aber ansonsten, Top Centering, muss man schon sagen. Nicht irgendwie groß Whitening oder irgendwas. Ja, immerhin. Also das würde ich sagen, ist auf jeden Fall ein relativ guter Hit. Den steve ich auch direkt ein. Das war es auch mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Würde mich freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst, wenn euch das Video gefallen hat. Und ja, wenn ihr es noch nicht getan habt, ein Abo und eine Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Und damit würde ich sagen, ja, ciao, ciao.